Das ist ein Kollege von der Kriminaltechnik. Die KTU benötigt noch ein paar persönliche Gegenstände von Ihnen allen für einen DNA-Abgleich. Na gut, kommen Sie rein. Danke. Mein Mann ist im Moment nicht zu Hause. Wo ist er denn? Das weiß ich gar nicht. Der Thorsten würde gerne einen Blick in Ihr Badezimmer werfen. Ja, das ist oben. Danke. Ich zermartere mir wirklich den Kopf, zu wem sie noch gegangen sein könnte, aber da ist niemand. Und warum sollte sie einfach so weglaufen? Ich kenne doch mein Kind. Nele? Wir tun wirklich alles, um ihr Kind zu finden. Was hat das bisher gebracht? Ich habe meine Tochter die ganze Nacht gesucht. Das ist keine gute Idee, Herr Sommer. Sie könnten laufende Ermittlungen behindern. Oder wissen Sie etwas, was wir nicht wissen? Ich würde gerne in Neles Zimmer sehen. Hat Nele ein eigenes Laptop oder ein Tablet? Nein, nur ihr Smartphone. Ja, sie kann mein Tablet benutzen, wenn es um die Schule geht. Und haben Sie Zugangsdaten? Nein. Und was ist mit Ihren Gesundheitsdaten? Da ist sie sehr, sehr eigen mittlerweile. Na, früher haben wir ihren Blutzucker kontrolliert, heute macht sie das selber. Und Social Media und so? Naja, es geht uns ja nichts an, was sie mit ihren Freundinnen schreibt, oder? Oh, manchmal ist es besser, die Eltern wissen, was ihre Kinder im Netz so treiben. Das sehe ich genauso, ja. Darf ich mal? Ja. Trägt Ihre Tochter schon sowas? Was soll das denn sein? Das sind 45 Euro für eine Unterhose. Das ist ganz schön teuer für eine 14-Jährige. Was ist das für Zeug? Wo kommt es her? Ich weiß es nicht. Auf dem Etikett steht keine Geschäftsanschrift. Vielleicht ist das ein Laden hier im Ort. Ja, da gibt es eigentlich nicht so viele Möglichkeiten. Ist es okay, wenn wir die Sachen mitnehmen? Und deine Tochter, Luxusunterwäsche. Warum hast du der Polizei nicht gesagt, dass Nele ständig ihre Passwörter ändert? Von dem Taschengeld hat sie sich die nicht gekauft. Nein. Wo kriegt man so teure Wäsche hier in der Gegend? Ich will, dass du sie kontrollierst. Woher kommt diese so wie mich.